Dies ist das Obstgut Bodenhausen bei Ravensburg. Besitzer ist Herr Holland. Das Obstgut setzt jetzt seit 8 Jahren Plocher-Produkte und somit auch den Plocher-Bodenaktivator ein. Schon wenn man in die Plantage hineingeht, merkt man, hier ist etwas anders. Der Boden ist viel nachgiebiger, ja man könnte meinen, er federe leicht. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn durch den Plocher-Bodenaktivator erhöht sich signifikant die innere Krümelstruktur des Bodens. Und das Bodenleben ist wirklich bemerkenswert, wie man hier sieht. Zu beobachten ist auch eine sehr schnelle Verrottung des Laubes. In einem warmen Winter waren im Februar bereits alle Blätter verschwunden. Weiterhin konnten Kupfer- und Schwefelanwendungen systematisch reduziert werden. Auch die Wühlmäuse zogen sich durch die Bodenverbesserung zurück, und zwar innerhalb von 3 Jahren um über 80%. Bemerkenswert auch, der Humusgehalt auf den Flächen des Obstgutes Bodenhausen hat sich in den letzten 15 Jahren um 50% erhöht und das bei laufender Produktion von 40 bis 60 Tonnen pro Hektar. Und sogar dem Hund schmecken die Äpfel. Aber dies ist besonders interessant. Eine spagyrische Kristallanalyse aus dem Destillat und den Salzen zweier Topaz-Äpfel. Das Destillat eines konventionell erzeugten Apfels und hier das vom Obstgut Bodenhausen. Man sieht deutlich den Qualitätsunterschied. In diesem Bild beim konventionellen Apfel erkennt man eine gestörte Ordnung und hier im Apfel vom Obstgut Bodenhausen einen hohen Ordnungsfaktor. Der Plocher Bodenaktivator hilft Ihnen, rentabel mit der Natur zu arbeiten. Denn Ökologie ist kein Widerspruch zur Rentabilität. Das hat sinngemäß schon die EU in einem Rentabilitätsbericht zum Plocher-Verfahren festgestellt.